Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Solo Online Wii Holofragman. Wir sind hier dabei, noch ein paar von diesen Phantomen zu schnetzeln, weil wir es halt für eine Quest noch brauchen, beziehungsweise ihre Sicheln brauchen wir, die mitunter droppen, mitunter auch nicht. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Erstmal zwitschern. Penetrate, Alter. Ein Hieb, down war das Viech. Jo. 6-9 Sicheln haben wir. 3 fehlen noch. Let's use a sword skin. Ja, nee, nicht wirklich nötig. Schade, schade. Okay, muss halt raus oder reingehen. Den 3 Stück fehlen noch, Leute. Wir haben erst 6-9, aber immerhin schon mehr als die Hälfte. Special Monster Ebene haben wir auch schon gemacht. Oh, da ist noch ein Baum. Es fehlen bloß noch 2 Schreine, damit wir hier theoretisch zum Tempel kommen. Ach so, die Kackviecher spawnen gar nicht so, was? Ah, okay, okay. Ja, wir treffen nur bei den anderen Ebenen noch. Also, bei den anderen Ebenen. Bei den anderen Schreinen natürlich. Die Map ist jetzt nicht so groß. Seht ihr, haben wir bereits einen dritten. Alles kein Problem. Na, ne, so kleine scheiß Spinnenviecher. Die uns aber nicht interessieren. Nö. Ist hier der Boss? Okay, ja, da ist der Boss. Warte mal. Mate, ich wollte sagen, das ist die einzige große Spinne, die wir bisher gesehen haben. Okay, doch nicht. Das ist vielleicht so auf. Hey. Nee, nicht nötig. Danke, Asna. Ich muss hier keine Special Skills verwenden. Hallo? Ah, da ist hinter mir, toll, dankeschön. Warft, Tarantula, ein Zwerg, ein Zwergenspinne. Ein Zwergen-Tarantel, Dingsbums. Percent to Storage, sehr gut. Ja, Blockade Trial Key, okay. Haben wir schon mal das Key-Item, was wir brauchen, sehr gut, sehr gut. Also kein Wächter, sondern einfach ein Schlüssel, perfekt. Ja, Dränge setzt sich auch eher viel zu selten ein. Aber meistens, vor allem wenn es brenzlig wird im Kampf, bin ich halt zu hektisch, als dass ich irgendwie. Ja. Ja, ist so, wie ich gerade sage. Bin ich eigentlich zu hektisch, als ob ich einen großen Item einsetzen könnte. Sie macht's automatisch. Great job! Jo, genau so. Servus. Ah, übrigens. Gestunt. So. Door opened und ist also natürlich so ein Dämon. Oh, schade, wollte gerade zum Schild ansetzen. Alright, crushed! Shall we go back? Ja, alright, also ja. Yeah! Zerstört! Gehen wir zurück. Kirito steht also auf Zerstören. Sehr interessant mit dem kleinen Jungen. Sehr interessant, der kleine Junge vor allem. Hallo, ist ein Teenager, junger Erwachsener. Wobei, jetzt sind schon über 2 Jahre vergangen. Müsste auch schon die 16 oder 17 rum sein, wa? Oh, ist Nacht. Wir gehen wieder, tschüss! Hätte auf die Karte gucken sollen. Da steht, ob es irgendwie was für Monsters ist. Ja, wir gehen wieder rein. Tschüss. Puh. Idiot, bevor ich Monster angreife, soll man vielleicht gucken, ob es ein gefährliches Monster ist, wa? Ah ja, man sieht es auf der Minimap, was er für ein Symbol hat. Okay. So. Und der vierte ist hier, okay.
153. Level her, leck mich am Arsch. Okay, wir haben hier keine Phantome leider, aber vielleicht irgendwie im Tempel dann. Also im großen Tempel, das sind alles so die Mini-Dungeons quasi. Das ist gerade ein Skelett, haben wir auch eh nicht. It's a Mimic, er hat mich verarscht. Das ist immer krass, Truhen die Nerven vor allem. Der macht relativ viel Schaden, merke ich gerade. So fucking stark. Wow, wo kommst du denn plötzlich her? Und ich habe einen Autoregenerationsskill. Wie war das? 400? Ne, 600 alle 10 Sekunden, war? Also hier wird mal so im Anime erwähnt. Die Waffe sieht ein bisschen episch aus. Weiß noch, bin ich so. Weiß auch nicht. Würde Kirito eigentlich lieber die alten Waffen gönnen, aber ihr müsst halt auch erstmal ein bisschen upgraden. Hallo? Wieder mal Double Attack und das ist nächste Monster. Dankeschön, liebe Kamera. Dankeschön, liebe Autocam. Sagen wir, wie verträgt denn der? Das hat gerade ein bisschen gedauert. Was? Was ist das für ein Item? Ah, so ein ist. Ein Schlitz, okay, da hat derjenige. Hatte irgendwie kurz die Hoffnung, hey, könnt ihr. Ah, oh, so ein Viech. Könnt ihr auch. Zack. Nee, es könnte nicht zack, sondern es könnte ja auch ein Bogen. Dede für Sinon sein. Mann, schon wieder. Geh's mir auf den Sack, Alter. Sich alles wieder. Okay, jetzt. Ah, diese Fake-Spinnen. Sind schon nervig. So, na komm mal. Servus, na was geht ab? Nicht viel, wa? Naja. Okay. Wir gucken mal da. Was willst du? Ich habe keinen anderen Manu gefragt. Die scheinen eine hohe Angriffsstärke zu haben. Vor allem, ich bin eigentlich 21 Level höher als die Viecher, aber trotzdem treffen die mich. Bringen die durch die Waffen oder so plötzlich einen Wert gesenkt? Was die Ausweichrate meine ich jetzt? Eigentlich nicht zum Gefühl. Wow. Das gerade. Ja, die Autofunktion der Kamera, die hat schon in sich. Warum bringt sie sehr oft nichts? Oder sie bringt nur Schaden statt Nutzen. Du. Aber kannst du bitte mal draufgehen? Dankeschön. Und natürlich wieder so ein Viech. Was ist jetzt los? Ah, Chess aus dem Mimik. Toll, bringt er mal jetzt. Wenn er schon längst weiß. Mann, nicht der Scheiß-Effekt schon wieder.
Der Beidhändigkeits-Skill ist schon geil. Das finde ich richtig steil. Nochmal ein Rapier, wenn ihr dir einfach mal geben könnte. So, du nervst sonst nur. Sword Skill? Ja, war mal Deep Impact. Zu spät. Kann ich bewegen? Ah, jetzt geht's wieder. Scheiß Paralyse-Effekt. Ja, mal paralysiert, dankeschön. Da können wir bewegen, krass. Und Level Up für Kirito-san. Na, Kirito-kun. Ah, ist ein Key-Item, cool. Oh. Ah, der schreit langsam auch. Scheiß Paralyse-Effekt, jetzt muss ich wieder warten. Moment, gleich ist vorbei. Item zu nutzen lohnt sich nicht groß. So, jetzt kann ich wieder. Und du bist dann Nummer 4 und damit der Letzte. Ah, schade, da hat er vielleicht einen Double-Kill wieder. Ein Double-Sword-Skill-Kill. So. Hatten wir ja auch gemacht. Sind damit alle erledigt. Dann können wir da gehen. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen, ihr Scheißviecher. Never ever komme ich hier im Back. Ja, warum auch? Dann müsste Siegel eigentlich auch gebrochen sein. Jo. Oh, mighty one, you have proven your strength. The path shall open. Okay, damit soll die Barriere wohl gegessen sein. Ja, lass uns gehen. Die mysteriöse Stimme. Du hast es geschafft, du bist cool. Ja, Freunde, willkommen zum Tempel, also wirklich großen Tempel von Ebene 81. Ganz kurz hier die Gilden so durchgucken. Das hat's fallen, ja, das fehlt noch. Mhm, aber da ist relativ easy, weil es direkt am Anfang. Wir machen die Phantome mehr Sorgen. Aber vor allem jetzt halt gerade, also auch noch 3 Sichten von den Phantomen. Sowieso 10 Dinger hier platt machen. Für die Interrupt Mission. Vor allem halt gibt es ja noch Phantome. Servus, servus. Hallo. Ah, gut. Hallöchen. Aua. Okay, er wollte es wissen, wa? Seht ruhig uns hinterher, krass. Sein einfach die scheiß Truhe nicht mehr, oder was? Ah, jetzt muss ich wenigstens ein Sword-Skill haben. Gerade eben sollte ich ihn noch blockieren, beziehungsweise stunnen. Dass ich nicht mehr so oft treffe, hat mit einem Waffenwechsel zu tun, kann das sein? Natürlich nicht alle werden komplett angeguckt, aber es wird so oft nicht treffen, war mal schon ein bisschen verwirrend. Okay, du penetrierst ihn, dann gehen wir mal auf den nächsten los. So, wieder. Null Problemo! Come on.
Skeleton Knight. Skeletor? Daneben. Was gerade? Hat gerade ernsthaft wäre noch einer hinter uns. So, 10 von diesen Kackdinger platt machen. Das hat sich gerade erledigt. Was, habe ich einen Anzug bekommen? Habe ich da gerade richtig gesehen? Moment. Nee, aber war was anderes. Sie es bekommen, könnte eigentlich auch sein, theoretisch. Ja, ist egal. So, wir gehen weiter. Immer heiter. Ihr könnt mich alle mal. Und tschüss. Ja, das ist eine Truhe. Moment, Moment. Oder ist es eine Fake-Truhe? Was? Okay. Hat mich gerade ernsthaft doppelt verarscht, finde ich auch nicht schlecht. Eine doppelte Verarschung. Sage Bums, weg sind sie. Kommt halt auch noch dran, weil ihr wollt sowieso noch Stress haben, nicht wahr? Ein Skelettbauer und du bist ja der Ritter. Gestand. Naja, mehr oder weniger gestand. So. Ah, Doors open. Was bist du wieder für einer? Oh, eine richtige Truhe. Hm, Einhand. Einhänder, sag ich mal so. Hm, Menschen, die Mais. Gehen wir nicht auf den Mais. Hä? Defense geht ein bisschen runter um 12, ansonsten geht relativ viel hoch. Also kaum ein Unterschied. Okay, die zweite Ebene. Lizardman Aldous. Aber erst am Schluss bleiben machen, ganz ehrlich. Bist du das? Nee, oder? Nee, du bist ein Paladin. Der Exen-Paladin! Moment, bin gerade kurz beschäftigt. Nee, wir sind doch hier. Dachte ich mir schon fast so. Der nächste Gegner geht down. So, wenn ich noch ein Intro mitmischen habe, werde ich mal die Power platt machen. Bams, bams, bams und bams die bams. Und bams die bams und bams die bams, bams die bams und bams die bams. Krass, wa? So. Und tschüss. Recovery Crystal. Nee, ich krieg euch, ich krieg euch. Ja. Was? Alter, wenn du so eklig bist.
So. Aber den falschen getroffen? Da geht's so aus. Level up für Asna. Nee, für uns. Ah ne, doch, war für Asna. Gerade, hä? So schnell wieder ein Level up, wäre ein bisschen krass. Ja, wo mache ich nichts? Wie elegant Asna einfach ihr Rapier schwingt. Wow, was ist das für eine Kombi? Miss Wiedertreffer. Und da waren es auch schon die 10. Dankeschön, ich wurde gerade unterbrochen. Was? Ah, hab ich gesehen. So, super. Was wollte ich noch gucken? Skills. Ja, nur 2 Punkte, super. Warte mal. Geh gar komplett den falschen Weg. Sag mal ganz kurz die Map, bitte. Ja, ein bisschen falsch ist schon. Tja. Jetzt auf der dritten Ebene. Vielleicht kommen wir in dieser Folge sogar noch bis ganz nach oben. 10 Phantome, krass. Ja, okay, ich fasse so die Items noch beisammen, ne? 3 Stück fehlen noch, die ich brauche. Und einfach alle Phantome platt machen. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nichts, ich wollte eigentlich Monster platt machen. Moment. Oh. Interessante Map. Bitte mit einer Säule in der Mitte. Bams die Bams. Und tschüss die tschüss. So, 7 von 9, krass. Er ist der Wächter. Jetzt auch noch einen, krass. Mega krass, wa? Infernal Rage. Ja, toll. Jetzt, wo ich ihn angesetzt habe, kommt das. Nein, use a sword skill, Kirito. Satz mit X war wohl nichts. Das ist ein seltsamer Wächter. Hey, Dulahan, was geht ab? Na, Alter, was geht ab? Oh, und jetzt hier offenbar. Die Musik, hey. Okay. Mal ein paar Phantome der Opfer. Spinning Scythe. Scythe. Ja, spricht man sicher auf Englisch aus, keine Ahnung. Scythe. Ah, die 9 von 9 fehlt noch. Dignitas Sword. Vielleicht wäre es eine coole Waffe, mal gucken. Oh ne, ich habe schon 3 Stück von denen. Ja, noch ein bisschen was verkaufen, wa? Why not? Das hingegen ist eine geile Idee. Ups. Ah! Moment, so. Manchmal kommt in die Skillpalette nicht, aber hab das Gefühl. Oh, Asna kannst du ganz kurz übernehmen. Zehn Phantome so langsam haben. Jo, da sind sie auch schon. Aber die Sichel haben wir noch nicht. Also die letzte. Entschuldigung, daraus wurde nichts. Sicher, die kommt und kommt einfach nicht. Hä? Soll ich mal verarschen? Oh,
Und das ist Yard Skill. Ja, würde ich gerne. Ah, Door is open. So, der Part neigt zum Ende zu. Wir kommen irgendwie nicht so weiter, wie ich es gerne hätte. Kein großer Erfolg in dieser Folge. Leider. Dankeschön. Du kommst ja gerade noch richtig hin zum Abschluss dieser Folge. Nichts wirklich irgendwie, wo man sagen könnte, jo, geiles geschafft oder so. Nee, irgendwie alles scheiße gewesen. Nee, das schon nicht, aber... Ah ja, ihr wisst schon. Tschüss. Scheiß Spinne. Ja, gut. Freunde, nächste Part geht's also weiter hier mit dem nächsten Dulahan auf der anderen Seite der Treppe, des Ganges, whatever. Und ich würde sagen, mal gucken, ob wir schon mal so weit sind und dann sind wir sicher in der übernächsten Folge gegen den Boss anzutreten von Ebene 81. Bis dahin, ciao zusammen.